Es gibt viele Themen, die uns gerade beschäftigen und eins ist dabei in den Hintergrund gerückt, Corona. Doch das Thema ist immer noch hochaktuell, besonders bei unseren Jüngsten in der Gesellschaft, in der Schule. Zu diesem Thema möchten wir passenderweise laut werden mit unserem Gast Maximilian Trattner von der Initiative Wir werden laut. Hashtag Wir werden laut. Ja. Maximilian, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Was verbirgt sich denn hinter Hashtag Wir werden laut? Ja, also Wir werden laut, das ist eine Petition, die wurde vor einem guten halben Jahr gegründet. Sie richtet sich an den Infektionsschutz an Schulen, dass da klare Regeln geschaffen werden, dass mit uns Schülerinnen gesprochen wird und nicht über uns. Deswegen sprechen wir jetzt mal genau mit dir. Wie sehr hat denn Corona die Schule verändert? Wie hast du die letzten Jahre erlebt? Also man merkt, dass sich so eine Gruppenbildung stattgefunden hat. Man ist nicht mehr eine Gemeinschaft, sondern auch über die Online-Zeit, dass jetzt über mehrere Monate Schülerinnen zu Hause waren und zu Hause gelernt haben, ohne richtig soziale Kontakte, dass mich so Gruppen gebildet haben, dass man keine Gemeinschaft mehr ist. Das heißt, du hattest Online-Unterricht. Wie lief das ab? Aus eigener Erfahrung, es wird immer gesagt, die einen sagen, es lief hervorragend, die anderen sagen, wie schlecht, wie war es persönlich bei dir? Oder wie ist so der allgemeine Konsens bei euch? Also der Anfang ist eigentlich immer schwer bei sowas. Man merkt auch, dass viele überfordert waren, müssen nicht nur SchülerInnen gewesen sein, auch Lehrer und Lehrerinnen. Ja, man kommt so rein, aber man merkt, also die Pandemie hat genau aufgelegt, wo es am Schulsystem hapert, wo die Stellen sind, wo man es verbessern sollte. Und ich nehme an, das war auch der Grund, warum die Initiative mit entstanden ist, die Petition. Kannst du ein bisschen mit dem, wie in die Entstehungsgeschichte, wie ist diese Aktion entstanden? Es gab mehrere Schülersprecher, also der Initiator heißt Anno Genno aus Berlin und über die LSV und LSV, erklär es kurz, das Landesschülervertretung. Die Landesschülervertretung, genau. Hat sich diese Petition so verteilt und haben sich viele zusammengeschlossen. Fast 300 Schülersprecherinnen unterstützen diese Petition. Was steht da alles drin? Was fordert ihr alles dort in dieser Petition? Also im Grunde geht es im Ersten um die Umsetzung der S3-Leitlinie. Was verbirgt sich denn hinter der S3-Leitlinie? Weil das ist ja, hat man ja schon gehört, aber ist natürlich auch ein Kennwort. Was steht da konkret drin in der S3-Richtung? Die großen Themen sind Luftfilter für alle Klassen in allen Schulen, kostenlose FFP2-Masken, dann das schulpsychologische Personal sich mehr um Schüler kümmert. Also es gibt manchen Schulen, wo eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe auf 3000 Schüler kommt und das soll natürlich nicht so sein. Man hat natürlich das Gefühl, es öffnet sich alles wieder, Veranstaltungen finden wieder statt, Vorgaben werden gelockert, auch 2G+, wird 3G, auch die Maskenpflicht wird gelockert, man muss nicht mehr überall Masken tragen. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum seid ihr denn immer noch aktiv, die ganzen Forderungen? Corona scheint doch vorbei zu sein. Warum ist dem nicht so aus eurer Sicht? Ja, also man merkt es, man hört das manchmal immer noch versteckt in den Medien, fast 320.000 Infektionen pro Tag. In einer Woche hatten wir 1,5 Millionen Infektionen. Das sind hohe Zahlen, für uns viel zu hohe Zahlen. Und da sollte man was dran ändern. Was muss denn konkret geändert werden? Was fordert ihr denn? Heißt es dann, es soll alles wieder zurückgemacht? Was wünscht ihr für euch in Sachen Corona für die Schulen? Also aktuell, es wird ja die Maskenpflicht aufgehoben am 2. April. Wenn es so bleibt. Das soll natürlich nicht so sein. Die Maske ist mit fast 99%, wo die Viren rausgefiltert werden, unser größter Schutz. Und das wollen wir ganz klar so beibehalten. Was wollt ihr für Masken? FFP2, medizinische Masken, Stoffmasken? Warum? Die Maske ist doch auch ein Objekt, worüber man auch ganz am Anfang der Pandemie gestritten hat. Wie kann das sein? Unsere Kinder, die haben doch ein perfektes Immunsystem. Die brauchen ja eigentlich keine Maske. Das war ein großer politischer Diskurs. Jetzt wollt ihr eine längere Pflicht. Warum ist das euch so wichtig? Also zum einen gibt es jetzt mittlerweile Omikron und das ist viel ansteckender und weit ansteckender, auch wenn die Infektion nicht so schwerwiegend ist. Und die Maske schützt natürlich mit am meisten noch dafür und Schnelltests sind durch Omikron, durch diese Mutation einfach viel unzuverlässiger geworden. Du bist auch in der SSV. Du kannst dir mal kurz erklären, was dahinter sich verbirgt. Das ist die städtische Schülervertretung, richtig? Ja, genau. Und da hast du natürlich auch einen perfekten Einblick. Du gehst immer noch zur Schule, auch wenn du jetzt hier schon sitzt. Wie ist denn die aktuelle Lage in Corona? Wie ist das bei euch im Umfeld? Wie viele Leute sind an Corona erkrankt? Wie sehr beschäftigt euch das denn noch im schulischen Alltag? Also Corona ist untergegangen. Das ist in den Medien so. Das ist auch im Smalltalk in der Schule so.
Die Infektionen sind hoch, man bekommt das mit, aus Parallelklassen gehen ganze Klassen einfach in Quarantäne, weil sie alle positiv sind. Es gibt sehr, sehr viele Infektionen an Schulen. Wie ist das denn, wenn du dich in deinem Freundeskreis umhörst, gerade jetzt auch für die Forderung mit der Maskenpflicht? Wie ist denn da so die Lage verteilt? Ist das so komplette Befürworter oder gibt es so 50-50? Wie ist das so? Was sind die Argumente für und was sind die Argumente gegen? Also die Lage ist sehr gespalten. Es gibt so zwei Lager, man kann nicht schon 50-50, also die einen sehen das kritisch, dass es nicht nötig ist, dass es einfach nur den Lernfluss verhindert. Die anderen sehen das, wie schon gesagt, als unseren größten Infektionsschutz. Die Argumente sind halt eben immer noch dafür, 99% schützt die Maske vor einer Infektion und die anderen finden es eben als lästig und unnötig. Manche wollen die Maske natürlich nicht mehr haben. Da gibt es ein anderes Thema, was natürlich damit in Zusammenhang hängt. Eine mögliche Impfpflicht. In Schulen gibt es ja zum Beispiel die Masernimpfpflicht. Wenn man eine staatliche Schule besuchen möchte, eine öffentlich-rechtliche, dann muss man geimpft sein gegen die Masern. Wie ist denn bei euch in der Initiative, bei euch in der Aktion Wir werden laut, das Thema Impfpflicht? Ist da schon eine Debatte am Laufen oder konzentriert euch jetzt erstmal auf diese Forderung mit Maskenpflicht, Schulpsychologen und allem, was dazu noch in der Petition steht? Also wir sind fest dabei beim Diskutieren. Wir haben da zwar ein eindeutiges Bild, aber da wollen wir uns noch nicht festlegen. Wir wollen einen kleinen Sprung machen, und zwar thematisch. Wir haben ja mitbekommen, du hast es ja auch berichtet, von den Themen her, die euch in der Schule beschäftigen. Und da ist natürlich ein Thema aktuell, natürlich ganz weit oben, der Ukraine-Krieg. Erzähl mal aus deinen Erfahrungen, jetzt in dem Fall ein bisschen weggetrennt von der Initiative Wir werden laut, jetzt als Vertreter der städtischen Schülervertretung. Wie ist da die Situation? Wie sehr bestimmt der Krieg euch in der Schule? Der Krieg ist ein allgemein sehr großes Thema. Das ist nicht nur in den Medien so, auch jetzt, wo Corona untergegangen ist, kommt eben der Krieg jetzt in die Klassenzimmer. Und es ist... Es ist schwierig. Ihr habt aber eine Aktion gemacht, ihr habt ein ganz tolles Bild gemacht. Was war das? Ja, also mit dem Gauss zusammen und der KHS, der Karl-Hofmann-Schule, haben wir so ein Peace-Symbol auf dem Sportplatz geformt, mit einer Drohne dann gefilmt und das kam auch in mehrere Zeitungen. Wir wollen uns, oder die meisten Schulen setzen sich nicht darauf fest, dass sie den Krieg verurteilen, weil es eben sehr viele ukrainische Schüler gibt und russische Schüler und da wollen wir keinen mit verletzen. Wir sind für den Frieden, aber und gegen Putin. Wie geht es jetzt weiter mit Hashtag Wir werden laut? Welche Aktionen sind denn noch geplant? Also wir hatten mehrere Demonstrationen. In Mainz war ich vertreten bei einer Demonstration von Omas gegen Rechts. In Köln hatten wir eine und letzten Sonntag noch ganz aktuell in Bonn eine. Geplant ist ein Podcast, wo wir ganz viele PolitikerInnen, ÄrztInnen, allgemeine Personen des öffentlichen Lebens einladen wollen und mit denen diskutieren über schulpolitische Themen. Ja. Also denn nicht nur Corona, welche Themen müssen denn noch angegangen werden aus eurer Sicht in Sachen Schule? Was sind Themen, brennen dann noch neben Corona? Ganz groß die Digitalisierung. Das ist ein Thema, das Corona ganz klar offengelegt hat, dass es da noch hapert. Also an unserer Schule, wir warten seit 7 Jahren auf digitale Tafeln. Das soll natürlich nicht so sein. Wenn man euch im Internet finden will, wo kann man das tun? Wo kann man euch da unterstützen? Ja, also man kann spenden. Es gibt ein PayPal-Konto, wo man spenden kann. Da sind wir sehr froh drüber, wenn da noch was da zusammenkommt. Und die Internetadresse lautet, meine Damen und Herren, www.wirwerdenlaut.org. Maximilian, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in eure Aktion und die Themen, die euch bewegen. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.